360 Grad VR-Journalismus ist eine ganz tolle Disziplin, gar nicht mehr so neu, aber immer noch sehr, sehr spannend und die eignet sich für bestimmte Geschichten ganz besonders. Welche Geschichten das sind und wie man an diese Geschichten herangeht, darüber gebe ich heute einen kleinen Überblick in diesem Video. Eine immersive Geschichte, die ich noch dazu auf einer VR-Brille erlebe, kann ganz stark und ganz emotional auf den Nutzer wirken. Aber was ist eigentlich Immersion? Oft werden die Begriffe VR, AR, 360-Video ein bisschen durcheinander gewürfelt oder in einem Atemzug genannt. Für den Nutzer ist es oft so, alles, was ich auf der VR-Brille mir anschaue, das ist VR. Aber technisch und von der Herangehensweise gibt es dann aber doch ganz viele Unterschiede. Zum Beispiel, ein Unterschied gibt es zwischen 360 Grad und VR. Ein Beispiel. Mein Flug vom World VR Forum durch New York City sieht ziemlich schräg aus, ist aber verdammt cool. Das Gehirn ist flexibel, sagen die Macher, haben Knochen und Muskeln von Vögeln mit Menschen verglichen und Birdly gebaut. Ein Simulator, der mich nicht nur durch audiovisuelle Reize glauben lässt, ich sei ein Vogel. Geschafft ist übrigens ganz schön anstrengend, so ein schräger Vogel zu sein. Also, bei Virtual Reality Erlebnissen habe ich in der Regel nicht nur eine VR-Brille, sondern auch Controller in der Hand. Ich kann mich also in einem Raum nicht nur bewegen, ihn durchschreiten, ihn erkunden, ich kann sogar auch interaktiv Einfluss nehmen auf diesen Raum. Ich kann sogar Sachen gestalten und selber Kunstwerke erschaffen in bestimmten Programmen, durch die ich mich dann auch sogar noch bewegen kann. Am allerbesten erklärt es eigentlich dieses ganz simple GIF. In der virtuellen Realität, in VR, kann ich mich in einen Raum wirklich bewegen, ich kann herumlaufen. Und in 360 Grad bin ich zwar auch umgeben von einem Raum, kann mich in dem umschauen, aber ich kann mich nicht in dem bewegen. Aber auch mit einem ganz einfach produzierten 360-Grad-Video kann man sehr starke, immersive Erlebnisse schaffen. In diesem Beispiel sieht man mich kopfüber hängen. Wir haben da mit einer Künstlerin zusammengearbeitet, die einen sehr, sehr abgefahrenen Traum hatte. Und die wollte diesen Traum anderen Menschen zugänglich machen. Und sie wollte, dass andere Menschen sich in ihren Traum hineinversetzen können. Hier bei der Generalprobe sieht man, wie ich mich da auch mal aufhängen lasse und das Ganze ausprobiere. Ein wirklich schräges Erlebnis. Aber es hat ja nicht jeder eine VR-Brille zu Hause. Wie soll ich meine Geschichte denn zu den Menschen bringen, wenn kaum einer so eine VR-Brille besitzt? Ganz genau. Die meisten Menschen haben das noch nicht und vor einigen Jahren hat man noch sehr viel Hoffnung da reingesetzt, dass irgendwann jeder eine VR-Brille zu Hause hat. Da sind wir noch nicht. Vielleicht werden wir da nie sein. Who knows? Aber das Gute ist ja bei 360 Grad, ich kann das auf ganz vielen anderen Plattformen auch meinen Nutzern zugänglich machen. Anders als VR. Entscheidend ist, dass dieses Medium 360 Grad etwas kann, was andere Medien vorher nicht konnten. Nämlich Immersion, Telepräsenz. Ich kann Menschen an andere Orte bringen. Und natürlich ist es naheliegend, wenn man überlegt, was könnte man denn dann für Geschichten machen, erstmal an ganz besondere Orte zu denken. Also an ganz besonders schöne Orte. Oder an ganz besondere Orte, die sehr weit weg liegen, wo man gar nicht so einfach hinkommt. Vielleicht auch Orte, an die ich gar nicht unbedingt hin will, weil es dort gefährlich ist. Oder sehr schöne Orte, die aus anderen Gründen sehr schwer zugänglich sind, wie zum Beispiel das Königreich Bhutan, wo die Einreise sehr streng reglementiert ist und auch noch dazu viel zu teuer. Ich kann mit VR auch Orte konservieren, die es bald nicht mehr geben wird, wie hier zum Beispiel das Bergwerk Prosper Haniel. Ich kann Menschen Dinge tun lassen, Dinge erleben lassen, die man normalerweise nicht erleben kann. Wie hier zum Beispiel mit Vögeln mitzufliegen. Und ich kann Menschen auch in die Zeit zurückversetzen. Ich kann sie an einen Ort bringen, den es so gar nicht mehr gibt. In die Vergangenheit, in die Geschichte. Aber dazu später mehr. Aber wir sind ja Journalisten. Wir geben uns natürlich nicht damit zufrieden, einfach nur alle Orte dieser Welt zu bereisen und sie in 360 Grad abzufilmen. Das wäre dann irgendwann erledigt und ein bisschen langweilig. Wir wollen Geschichten erzählen. Und Menschen interessieren sich für Menschen, für andere Geschichten, für andere Schicksale. Und nicht unbedingt in erster Linie für eine Technologie. Und deswegen ist es wichtig, uns zu überlegen, wie können wir in diesem Medium wirklich gute Geschichten erzählen. Nun ist das Medium gar nicht mehr so neu und wir haben in den letzten Jahren sehr viel gelernt und sehr viel Erfahrung gesammelt in unterschiedlichen Arten des Storytellings in 360 Grad. Und drei davon kann ich mal beispielhaft einführen, um so einen kleinen Überblick zu gewinnen.
Die erste, die nenne ich immer gerne You are there, du bist da. Hier in dem Beispiel ist der Nutzer mit dabei, während in der Charité ein Patient versorgt wird. Also ich stehe als Nutzer in diesem Raum und kann alles miterleben, alles mitverfolgen, wie dieser Patient eingewiesen wird, behandelt wird und am Ende entlassen wird. Hier zum Beispiel bin ich als Nutzer in Äthiopien, in der Afar-Region, in der Gegend der Erde, die am heißesten ist, wo noch Menschen wohnen. Und ich erlebe mit, wie diese Menschen in Dürrephasen darum kämpfen, zu überleben. Die zweite Form nenne ich gerne You are my buddy, also mein Kumpel. Ja? Das heißt, da kann ich als Journalist mich auch vor die Kamera stellen, mit der Kamera sprechen und den Nutzer behandeln, als wäre er sozusagen mein Tourist und ich bin sein Reiseleiter durch den Film. Ich kann ihn also direkt ansprechen, ich kann ihm helfen mit der Navigation, ich kann seine Aufmerksamkeit lenken und ich kann ihn wunderbar durch die Geschichte führen. Die dritte Form, die können wir nennen You are somebody else. Also du schlüpfst in die Schuhe eines anderen als Nutzer. Das heißt, wir geben dem Nutzer eine ganz bestimmte Rolle. Hier kann ich sogar mit Schauspielern arbeiten, die mich als Nutzer ansprechen oder bespielen. Oder ich gebe dem Nutzer die Rolle eines Schülers in einer DDR-Schulstunde und kann auf diese Weise Geschichte vermitteln. Das ist total super, es funktioniert mega. Schulklasse sein und Situationen nacherleben, die so oder so ähnlich zu DDR-Zeiten in der Schule stattgefunden haben. Oder ich kann eben ein ganz besonders emotionales Geschichtserlebnis schaffen, indem ich meinen Nutzer wie in diesem Beispiel in die Rolle eines Stasi-Häftlings versetze. Sie in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Und bei dieser Geschichte haben wir mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen zusammengearbeitet und auf Basis von historischen Fakten, auf Basis von Augenzeugenberichten und Protokollen eben versucht, für den Nutzer nacherlebbar zu machen, was es bedeutet, plötzlich in diesem Stasi-Gefängnis zu landen, nicht zu wissen, warum, nicht zu wissen, für wie lange und nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Gesicht zur Wand. Kommen Sie. Und dieses Beispiel macht besonders deutlich, welche Kraft das Medium hat. Man muss sich das vorstellen. Die Schauspieler in diesem Film haben mit der Kamera interagiert. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als mit einer klassischen Videokamera. Ein Beispiel, wenn man sich jetzt diese Szene anschaut, das ist ein ganz klassischer Overshoulder-Shot und wir sehen den Stuhl im Fotografieraum, auf dem der Nutzer sitzt. So, die Idee war also jetzt, für den Nutzer nacherlebbar zu machen, was heißt das, wenn man da plötzlich in diesen Raum kommt, man wird fotografiert und man ist von Wärtern umzingelt. Im klassischen Video, im klassischen Film würde man genau diesen Overshoulder-Blick vielleicht wählen, weil es so ein bisschen diese Enge klar macht und den Protagonisten in Bezug setzt mit der Umgebung. Vielleicht würde man auch nochmal so ein Bild wählen, also eine Totale, wo ich den ganzen Raum nochmal sehe, inklusive Protagonist, der dann eben auf dem Stuhl sitzen soll. Was wir aber wollten, ist, dass der Nutzer sich ganz genau so fühlt, dass die beiden Wärter ihn anschauen und direkt ansprechen. Das bedeutet also, ich muss die Kamera auch genau da platzieren, nämlich auf diesem Stuhl. Die Kamera ist also der Kopf unseres Nutzers. Und das muss man im Hinterkopf behalten, weil bestimmte Spielereien, die mit einer klassischen Kamera vielleicht total Spaß machen, bei 360 einfach so nicht funktionieren. Für uns als 360-Reporter heißt das also, wir müssen uns ganz genau überlegen, wo wir die Kamera platzieren. Weil genau da, wo die Kamera steht, wird am Ende auch der Kopf unseres Nutzers sein, der sich umschaut. Und der Nutzer ist ja im 360-Video sein eigener Regisseur. Er sucht sich seinen eigenen Ausschnitt aus, den er gerade betrachten will in der Sphäre. Darauf haben wir also keinen Einfluss. Wir haben nur Einfluss darauf, wo die Kamera steht und von welcher Perspektive aus der Nutzer das Geschehen betrachtet oder erlebt. Kleines Experiment. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe von Leuten, die sich unterhält und so einen Halbkreis bildet. Und Sie haben jetzt Ihre 360-Grad-Kamera und wollen die aufstellen. Wo ist der beste Ort dafür? Ganz viele würden denken, ja, genau in der Mitte. Klar, weil dann habe ich ja überall im 360-Bild was zu sehen und was zu gucken. Aber genau das würden wir eher vermeiden.
Warum? Man würde sich ja auch im echten Leben nicht in die Mitte einer Unterhaltung stellen, sondern man würde sich dazustellen, zu diesen Menschen und den Halbkreis vielleicht komplettieren. Sehr mutig, wie die Reporterin hier im Bild die Kamera platziert hat, nämlich an einer wirklich spannenden Stelle am Türgriff dieses Arctic Trucks, was natürlich sensationelle Bilder sind, nur es sind wirklich keine Bilder, die man jemanden auf einer VR-Brille zumuten kann. Denn sobald der Nutzer etwas auf der VR-Brille konsumiert, müssen wir mit dem Phänomen Motion Sickness rechnen. Was ist Motion Sickness? Vielleicht kennt man das von früher noch, man ist mit den Eltern zusammen im Auto gefahren auf der Rückbank, hat vielleicht ein Buch gelesen und es wurde einem schlecht. Warum ist das so? Weil die Informationen des Innenohrs und die Informationen, die das Auge aufnimmt, nicht zusammenpassen. Also, ich stehe mit meiner VR-Brille mit beiden Beinen fest auf dem Boden, aber die Kamera, das Video bewegt sich und wackelt ganz furchtbar. Also denkt mein Körper, ich muss wohl Schlangengift gegessen haben, bloß raus damit. Das ist Motion Sickness und das gilt es zu vermeiden in dem Moment, wo etwas für die VR-Brille produziert ist. Wenn wir also wollen, dass die Kamera sich bewegt, dann ist es immer gut, einen natürlichen Referenzrahmen zu haben, also einfach in das Auto einzusteigen, wo der Nutzer sich sicher fühlt. Das ist ein Beispiel im Irak, wo es sehr schnell gehen musste. Ich hatte keine Zeit, die Kamera zu montieren, also habe ich sie kurzerhand vors Armaturenbrett montiert. Ist natürlich auch keine wirklich natürliche Position für einen Nutzer, aber ein bisschen weniger schwindelerregend vielleicht. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, und die Zeit muss ich mir bei 360 hier und da häufiger nehmen als bei klassischem Video, dann kann ich die Kamera richtig montieren. Wenn ich also möchte, dass ich der Buddy bin von meinem VR-Nutzer, dann macht es doch Sinn, wenn ich ihn auf einer Autofahrt mitnehme, dass er neben mir sitzen kann auf dem Beifahrersitz und ich mich mit ihm unterhalten kann. Wo ist eigentlich der Kameramann? Es gibt ja keinen hinter der Kamera. Als 360-Grad-Reporter, als 360-Grad-Journalist muss ich eine ganz alte Disziplin wieder hervorrufen, nämlich Versteckspiel. Das kann gut gehen, es kann aber auch schief gehen. Sie können ja mal in diesem Wimmelbild suchen, ob Sie den Reporter finden. Aber wie kann ich denn jetzt das Bild kontrollieren, wenn ich im Versteck bin? Das geht. Die meisten Kameras haben die Möglichkeit, sich mit einem iPad oder mit einem Mobilgerät zu verbinden. Und dann kann ich auf diesem Display das Ganze spiegeln. Das Ganze ist erst der Anfang. Da gibt es noch viel mehr darüber zu erzählen und zu erfahren. Aber ganz wichtig, das Ganze ist auch kein Hexenwerk. Man kann es wirklich einfach lernen. Und wer ein bisschen Lust drauf hat, der kann auch mit einer ganz einfachen Consumer-Kamera mal so ein bisschen spielen und experimentieren und sich das Ganze anschauen. Und wer ein bisschen mehr dazu wissen will, der kommt einfach das nächste Mal zum Workshop.